Wie können wir... Passt. Sehr schön, aber die klappt auch nicht mehr zu. Wie können wir jetzt den Fahrradschlauch... Passt. Fantastisch. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Und haben wir zum Glück hier jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Ah ja, das verspricht ein schönes Abenteuer zu werden. Die beiden im Team. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was? Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Das könnte schwierig werden. Ist kein sauberes mehr da. Was denn jetzt noch, Svensson? Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na, na, na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall oder... Das hatten wir doch schon tausendmal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Auflegen. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Band, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Augenringe. Sorgenfalten.
saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog, bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte. Sie sind jetzt der neue Bint. Der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Die Furcht, der am Na los. Ich will es von Ihnen selbst hören. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Ach, ja, jetzt Troller. Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Den Egoismus muss jetzt so zu wimmeln. Ach. Dann sag das mal, sag mal, halt die Schnauze. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. So, und nun zu Ihnen. Jetzt kümmern wir uns mal um Sie. Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Was mich hierher treibt? Okay. Vertrauensbasis. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen, die Tiere sterben, die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Und jetzt sprichst du auch. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Schön. Spiel beendet. Ich hoffe, es hat gespeichert. Das passiert manchmal auf Steam. Okay, ab da müssen wir nochmal spielen. Verdammt. Nun kommen Sie. Vielleicht kann. Hell, wobei ich bin. Oh, am Bett. Was? Wasser. Machen wir kurz einen Prozess. Hier. Was denn jetzt noch? Svensson. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall oder... Das hatten wir doch schon 1000 Mal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also... Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. Wahrscheinlich nicht. So, und nun zu Ihnen.
Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Was mich hierher treibt. Okay. Vertrauensbasis. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck. Ja. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Salvador. Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Das ist Quadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Die Kites hielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Wer ist die Frau in dem roten Pullover? Sadi, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Das gefällt mir, die Einstellung. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Ich weiß nicht. Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. Englischer, Fränkischer, Teamplayer. Ha, sehr schön. Dafür, dass mir alles durch... Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte?
Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Oha. Kapitel 1. Legal Air. Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Jungenschaftler wird ausrangiert und weggeworfen. Hallo 2050. Kein Schuster war nicht. Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Ach, jetzt spielen wir die Geschichte, wie sie in die Vergangenheit gereist ist, um die Welt zu versuchen zu reparieren. Wow, man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Igitt, die Luft schmeckt seltsam. Bleiern. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Tja, das erinnert glatt ein bisschen an Deponia. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung... Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schau mich so lange um. Bin ja auch am Rumhusten. Nigel? Was ist denn noch? Was soll ich genau machen? Oh, die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst noch was? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das... Sonst noch... Das hab ich jetzt wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Ja, das kann ja nur schief gehen. Das ist der Plan, ja. Wieso? Viel Spaß dabei. Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit, um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Da kenne ich es aber anders. Ich meine, es kann sein, dass das... ...dass es doch anders ist, aber... ...naja. Nichts. Bis später. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Ben. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Und weit geht's. Schauen wir uns erstmal die Zeitkapsel an. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Aha. Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Von außen sieht er unbeschädigt aus. Er wüsste, dass eine Erfindung nach ihm benannt ist. Der Ladezustand ist sehr niedrig, ungefähr 15%. Das ist der Svensson. Der Svensson. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich.
Den Svensson kann ich nicht einstellen. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Mhm. Von außen sieht er unbestimmt. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Wir haben... Die Kontrollen sind... Den Svensson kann erst fest... Okay. Das kann doch nicht... Oha. Die ganze Stadt ist zerstört. Dum, dum, dum. Wenn wir uns wirklich so geirrt haben. Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Jo, das sieht nach einem realistischen Bild zur Zukunft aus. Wenn wir weiter so machen mit dem... Mal weiter auf den Klimawandel scheißen. Das sieht realistisch aus. Ja, Manhattan müsste das sein hier. Teil von Amerika, wenn ich mich nicht täusche. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach hinschwimmen. Tja. Es ist alles völlig zerstört und hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. War es nicht die... Welche Brücke war das? Golden Gate Bridge war das war, oder... Der Brooklyn Bridge, keine Ahnung, wenn du das. Es ist alles völlig zerstört und hier war schon seit. Geografie kannte ich, hier war ich noch nie besonders gut. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Na dann. Scheint ein guter Ort für die Zeitfunkantenne zu sein. Zu Hause musste ich das Ding oft auf- und auseinanderbauen. Nigel hat sogar manchmal die Zeit gestoppt. Quadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung... Aber ich lasse es mal lieber nicht... Okay. Scheint ein guter... Zu Hause musste ich das... Nigel hat sogar... Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Tja. Wie denn? Ich hab... Können wir die Batterie hier aufladen? Und Zeitkapsel. Dann können wir eventuell nicht mehr zurück, aber... Die Zeitkapsel hat noch in... Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Oh oh, das klang nicht so gut. Wir haben eine geladene Batterie. Juhu. Wir kommen bloß nicht mehr zurück. Und wieder hochgekrabbelt. Können wir doch jetzt bestimmt. Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Scheint ein guter Ort für die Zeitfunkantenne zu sein. Zu Hause muss Nigel...
Jetzt läuft es wieder, aber es hat noch keinen Empfang. Ich sollte die Antenne aufbauen. Aha. Die Antenne ist dies hier. Das Messer habe ich immer. Man weiß ja nie. Wo finde ich die Antenne? Der ideale Platz. Das ist mein Zeit. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich. Ja. Und wieder hinab. Sie strahlt immer noch Wärme aus und scheint in gutem Zustand zu sein. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen. Haben wir irgendwo eine Antenne drin? Der Koffer mit der Zeitfunkantenne. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Ja. Du, dass das jetzt herausfinde. Und wieder hinaufgekraxelt. Ein bisschen Sport betreiben. Dieser Koffer enthält alle das wird ein Spaß. Na, dann wollen wir mal. Antenne aufbauen. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Das muss natürlich ich machen. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Aha.